Scheren, heute ist warm anlegen angesagt, wortwörtlich, bei erst Wochenende, wenn. Uiuiui. Und zu mir, Simon. Ich kann mich erinnern, der Schelker hat mal das erste Wochenende wenn auf Eis gehabt und hat kläglich versäumt. Sagen Sie so, heute wird es endlich zeitraubend sein. Und zwar stehen wir hier auf der weltgrössten Stehrampe in einem der grössten Stadien von Europa und im grössten Eishockey-Stadion der Schweiz. Ja. Und dein Job, lieber Simon, ist es, hier alles auf Hochglanz zu bringen, dass die Fans am Wochenende beim nächsten Heimspiel eine saubere Sache vorfinden. Du hast erst Wochenende, wenn die ganze Stehrampe von oben bis unten geputzt ist und jeden Einzelplatz in diesem Stadion schnell mit dem Tüchlein abputzt. Ja? Weißt du, was das gegen die 9000 Sitzplätze sind? Klar weiss ich, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Hast du es mal hoch? Gerechnet. Service Exzellenz wird geboten von Energy. Viel Spass! Also, ich bin das selten sprachlos gewesen, aber ich würde aufhören jammern und einfach verputzen, wenn ich die wäre. Ich weiss nicht warum, der Bass erinnert mich immer an meine Frau. Grüß euch, Putzekippe Moser hier. Ich habe mein Zeug. Bässe, Schäufeli-Bässeli. Und das brauche ich dann nachher, für die Sitze abzupolieren. Das lassen wir noch hier. Motivation ist gross! Das ist schon bis mir hier oben ist. Habe ich keinen Schnauf mehr. Übrigens, hoch und heilig, das weiss ich, was die SCB-Fans, darf ich nicht anlängen. Da wird mir Minimum ein Finger abgeschnitten. Häuseli da. Gut, let's go. Seht doch etwas über die Fans aus. Ich habe schon eine Statistik gemacht. Es ist ja so mega abwechslungsreich, dass man Statistiken machen kann. Am meisten hat es so Zettel, die sie aufschiessen, dann Snooze, wo der Junge reinmächtig und Schnupf habe ich auch viel gefunden. Weiter geht's! Zum Glück muss ich Catchgummi nehmen. Schau mal, wie viel Catchgummi das hier hat. Aber jetzt wieder ein Zettel. Hättest du wieder ein Zettel gehabt, die wir ins Töpfchen schiessen, oder was? Ich putze hier ein 17.000er Stadion. Hey. Da sind wir bei den Heiligtümern der Fans. Und ich habe schon gesehen, ein Zettel ist da drauf gespickt. Das muss ich natürlich wegnehmen, das respektiere ich. Ich poliere die Trommel auch nicht. Fürst du die Lampe? Weißt du, dass es die grösste Stehrampe ist der Welt? Kommt da gleich relativ wenig zusammen. Aber es ist ja nicht um das gegangen. Es geht um Sisyphusarbeit. Ja, ja. Weißt du, das Stadion glänzt schon so. Es braucht mich gar nicht. Aber es geht nur darum, dass der Simon da möglichst einen grossen Bit von seinem Wochenende hergibt. Aber das Sinnvolle, was der Schelker sich gegen die Fahne schreibt, findet man hier nicht. So, jetzt sind die Sitzplätze dran, aber zuerst mal ein Päuschen nach zwei Stunden und die getane Arbeit genießen. Schau mal, Schere, über, wie die Stehrampe glänzt. Huhuhu. Für das hatte ich jetzt eine halbe Stunde etwa. Und der Sektor ist so klein. Und das Stadion ist so gross. Hallo Simon! Was nennen Sie? Ich bin seit Stunden dran und noch nie. Es ist mir nicht mal mit der Nahe irgendeinen Spruch rauszuholen. Noch der letzte. Fang von dieser Seite. Von dieser Seite hier! Eineinhalb Stunden! Mach den Zoom hier rüber! Mach den Zoom hier runter! Du dort drüber filmen! Nein, aber sorry, das sind einfach Wahnsinn! Das scheiss mich an! Ich will jetzt essen! Wir werden das Essen wieder abtrainiert nach diesen Stegen, hä? Ein super Labyrinth! Heieieiei! Kannst du mich gleich anmelden beim Giro? Hey, ich habe Rückenweh im Fall. Und du weißt, wie weit wir fangen sind. Weitermachen, komm! Ist es bequem für den Herr am Höckeln? Ja. Weil es traurig ist, ich werde von Stuhl zu Stuhl reisen. Ich habe wirklich fast... Oh Mann! Vorhin waren wir dort hinten. Yeah. Wir wollen hier runter. Du so, als kennst du dich aus in diesem Stadion. Ich laufe dir hinten nach wie ein Hund. Und wir sind ja im Kreis am Laufen. Das sind aber 10 Minuten, bis wir wieder an einem anderen Ort sind. Ich kann nichts für einen Sauer in den Garten. Ja, hey, gib dir auch ein bisschen Mühe, hey, wirklich. Steht noch frei neben dir, Jerome. Ja. Wollen wir es uns ein bisschen gemütlich machen? Gell, ihr dämmert jetzt langsam an, dass es einfach eine Katastrophenaufgabe ist. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Ihr denkt, ihr denkt schnell, das geht so 2, 3, 4 Stunden. Vielleicht. Du weißt, wo wir jetzt fangen sind? Ja, ja. Ja, ist gut. Gute Plätze, ja. Super, ja.
passen. Nein, nein. Oh, so. Weiter geht's mit einem Päuschen. Ich mache jetzt immer, weisst du was? Eins putzen, eins Päuschen. Ja, aber dann geht das noch ewig. Ja. Ihr habt es wieder komplett übertrieben. Und wir immer schreiben, ja, du bist der, der keine Grenzen sieht. Bei einem Wochenende und sicher ist es eben nicht so. Das ist ja in meinem Face. Das ist die heftigste Aufgabe ever. Aber ja, schreibt in die Kommentare. Ach, da oben ist der Herr. Ist noch ein Weiblunch. Kannst du fassen. Ja, könntest du bitte schnell die Scheiben polieren, dort oben? Machst du wieder Pause, oder was? Ein Geräusch verfolgt mich. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Merkst du, was ich anfange zu spielen? Sechs. Oh, mein Rücken! Der letzte Putz mit meinem zu lieben 1173 A. Ganz im Ernst, Real Talk, völlig überrissen gewesen, was ihr jetzt hier geboten habt, Jungs. Ich gehe ins Wochenende. Ja, das ist nicht gerne, ich weiss.